Hallihallo, meine lieben Freunde. Ich bin zurück auf YouTube. Ich hatte jetzt fast ein halbes Jahr komplett Pause von YouTube. In der Zeit ist unglaublich viel passiert, sowohl privat als auch Social Media technisch. Ich habe mich ja komplett umorientiert und meine neu gewonnene Leidenschaft, die Bücher, auf TikTok geteilt. Da sind wir mittlerweile auch schon über 5000 Menschen und ich liebe jeden Einzelnen. Wirklich, BookTok ist so ein Safe Space. Es ist so herzallerliebst. Ich lieb's. Aber nichtsdestotrotz hat mir relativ schnell die Plattform YouTube gefehlt, weil TikTok einfach super, super schnelllebig ist und du halt immer gucken musst, wie kannst du das, was du den Leuten mitteilen möchtest, relativ kurz mitteilen. Am besten nicht über 2 Minuten lang. Und manchmal stößt man da halt an seine Grenzen. Deswegen schwirrt mir schon lange die Idee im Kopf, einen eigenen YouTube-Kanal über Bücher aufzumachen. Und das habe ich jetzt getan. Mein neuer Kanal heißt alexxoxoo_books. Ich verlinke ihn euch hier und auch hier unten in der Infobox natürlich. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mich da auf meinem Weg auch begleiten würdet. Ich weiß, viele, viele Leute, die Sims spielen, lesen auch sehr gerne. Vielleicht können wir uns dann darüber ja austauschen. Was wird euch erwarten? Zum einen möchte ich ausführliche Monthly Reading Updates hochladen, also wo ich wirklich nahezu ungeschnitten einfach meine Meinung über die Bücher erzähle, die ich gelesen habe. Ich möchte eine Bücherregaltour machen, eine ausführliche, mein Lesezimmer zeigen. Natürlich Buchshopping, Vlogs und so weiter und so fort. Eigentlich das, was ich auf TikTok auch schon mache, nur in einem anderen Format, in einem ausführlicheren Format. Plus, ich möchte natürlich auch Shorts hochladen. Also für diejenigen von euch, die kein TikTok haben und nicht die Möglichkeit hatten, mir da zu folgen, here you go. Der Sims-Kanal hier bleibt leider weiterhin stillgelegt. Die Videos bleiben natürlich weiterhin online. Ich freue mich auch immer noch über jeden Kommentar von euch. Ab und zu spicke ich noch rein. Aber nichtsdestotrotz ist Gaming für mich komplett gegessen. Ich habe wirklich, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal Sims gespielt habe. Wenn, dann spiele ich andere Cozy Games. Aber die Ära ist definitiv zu Ende. Aber ich würde mich freuen, wenn wir uns auf meinem neuen Kanal sehen würden.